Spaß. Herzlich willkommen zu meinem 30. Pilates-Mödling-Gespräch. Wow. Ja, schon viele. Viele, ja. Mit Gerhard Jaborek. Hallo. Und das ist mein Stimmtrainer. Sozusagen. Und ich bin eigentlich zum Gerhard gekommen vor circa 2 Jahren, wie ich mich gesehen habe im Internet unterrichten und habe gesehen, ich bin angestrengt im Hals und ich verwende, ich sage immer, hysterische Stimme. Okay, Und ja. habe mir gedacht, vielleicht lerne ich in der Stimmwerkstatt, was ich mit meiner Stimme besser, effektiver erreichen kann. Und da habe ich dich gefunden. Genau, ja, Ja. also so bist du zu mir gekommen und wir haben angefangen, so ein bisschen an dem System Atem, Stimme, Stimmfluss und Ökonomie dieser ganzen Geschichte so ein bisschen zu arbeiten. Genau. Genau. Und Atem ist ja ein großer Teil im Pilates auch. Und dadurch bin ich muss sagen, vorbelastet. Weil das Atmen bei dir ist sehr befreit und sehr Räume schaffend, wo ich sonst immer was reingepresst habe. Also das erlebe ich als Ja, wirklich ja, ja. eine coole Sache. Ja. Ja, also das ist eben, der Atem ist halt ein sehr komplexes Feld. Es gibt verschiedenste Zugänge zum Atem, Techniken, Methoden, Ansichtsweisen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Da ist bei vielen was dabei. Ich persönlich habe quasi die Atemausbildung zum akademischen Atempädagogen gemacht. Das geht zurück auf die Ilse Middendorf, eine Deutsche, die hat in den 20er Jahren so ihren Zugang zum Atem gefunden. Und der hat mir eben auch, da kommen wir noch später hin, auch in meinem Hintergrund als Sänger sehr, sehr, sehr geholfen. Und in diesem Zugang, was mir daran gefällt, ist eben, da geht es nicht um eine Technik, um ein Erlernen von Training. Also es geht jetzt nicht um das bewusste Eingreifen in den Atem, sondern es geht um zurückzufinden zum ureigenen Atemrhythmus, zur Flexibilität und Lebendigkeit des Ja, Atems. ja. Das ist das, was mir als Sänger sehr geholfen hat, was ich merke, dass den Menschen allgemein Total. hilft, dass man jetzt gar nicht eine Technik aufoktroyieren muss, sondern dass man dem Körper letzten Endes hilft, dem autonomen Atem. Wir wissen alle, der Atem funktioniert den ganzen Tag lang, zum Ja, Glück unbewusst. ja, Wir brauchen ihn nicht steuern. ja. Wir wissen auch, wir können in den Atem bewusst eingreifen. Aber dass der Atem ein System sein darf, was sehr flexibel auf Anforderungen reagieren kann, was ganz klar ist im körperlichen Bereich. Wenn Ja. ich Energie brauche, wenn ich schnell laufen muss, wenn ich Ja. Anstrengung habe, hat der Atem andere Anforderungen, als wenn ich sage, ich möchte zur Ruhe kommen, ich möchte mich entspannen. Das heißt, der Atem reagiert sehr flexibel auf alle Anforderungen körperlicher, aber auch geistiger, seelischer Einflüsse. Da ist den Total. Einflüssen sozusagen irgendwo ausgeliefert und reagiert darauf. Genau. Sinnvoll, nach Möglichkeit. Absolut. Das funktioniert Ja. meistens gut Ja. Oder auch nicht. oder auch nicht. Und das ist eben das Lustige, der Atem ist uns meistens im Alltag, obwohl er allgegenwärtig ist, unbewusst. Genau. Es ist uns erst dann bewusst, wenn es nicht funktioniert. Richtig. Und Ja. nicht einmal das merke ich, weil ich komme dann manchmal zu dir, entweder ich komme in Radl oder ich komme hektisch von einer anderen Geschichte. Und als Erster holst du mich mal runter. Und da merke ich erst, mit was ich eigentlich für ein Backel herkomme und Genau, mit was für genau, einem genau. engen Richtig, genau. System ich Richtig. Aber da da bin. sprichst du schon ein konkretes Beispiel an. Spannung, Anspannung, Stress, große Anforderungen wirken sich sofort auf den Atem auch aus. Das ist ja auch sinnvoll. Aber das Wichtige ist eben dran, wenn wir ein Bewusstsein für unseren Atem entwickeln. Wie fließt er? In welchen Räumen breitet er sich aus? Wie kann er? Wie flexibel kann er sein? Der Ja. Atem hat sehr ganz vielfältige Formen. Dann können wir unserem eigenen System helfen, in Selbstregulation besser zu arbeiten. Darum Das geht es. ist gut. Darum geht Darum es geht's. mir. Das ist Gut. mir dieser Ansatz. Wie gesagt, ich habe mich als Sänger mit dem Atem vielfältig Ja. beschäftigt und das hat aber für mich das so gut abgerundet. Super. Weil es darum Selbstregulation. geht, dass wir über das Spüren lernen des Atems, was macht er, wie er reagiert er, ihm helfen, dass er so zum ureigenen Rhythmus zurückfindet, zur Richtig. Flexibilität zurückfindet. Dass er dann den Anforderungen, die wir haben, im Sinne von, ich kann gut durchatmen, ich brauche Energie, ich fahre hoch, dass er dann gut reagieren kann, wenn wir Ja. es brauchen. Also Ja, die ja. Idee wäre dahinter, dass wir uns ihm bewusst machen
und ihn unterstützen, dass er dann auch wieder unbewusst werden darf. Das ist Genau. so ein Ansatz, der mir sehr gefällt Ja, daran. ja. Und das wirkt sich natürlich nicht nur körperlich, sondern natürlich auch in die anderen Bereiche mit Total. einfach aus. Genau. Also bei uns beim Pilates ist halt Zwerchfell und Beckenboden-Synchronität und diese unmittelbaren Atemräume. Aber bei dir habe ich gelernt, dass Resonanzräume wie der Kopf auch mit Atem gefüllt werden und dadurch Genau, schwingen können und natürlich. dass der ganze Körper schwingen kann. Letzten Endes der ganze Körper, Ja, genau. So. ja. Kommen wir dann schon in die Weiterführung von Atem und Stimme Ja, ja. hineinerweise. Was natürlich, also wenn du ansprichst, Beckenboden, Zwerchfell, die hängen natürlich Ja. zusammen, wenn du auch von der Koordination sprichst, ganz klar. Ich würde einmal sagen, die schwingen natürlich gemeinsam, also die Ja. bewegen sich konsensuell auf und ab, auch mit dem Rhythmus des Atems. Und da wäre es halt sozusagen auch wieder die Frage, wenn man quasi von der atempädagogischen Seite kommt, das sind ja alles Muskeln, auf die, also aufs Zwerchfell hat man Ja. einen bewussten Zugriff, das kann man bewusst bewegen. Man kann das Zwerchfell aber zum Beispiel nicht bewusst spüren, so wie Ja, ich meine ja. Hände spüre. Ich Ja. spüre die Auswirkungen der Bewegung rundherum. Beckenboden ist auch so ein Thema, Ja. der arbeitet auch größtenteils unterbewusst, Ja, also ja. autonom gesteuert. Das heißt, auch von der Seite wäre es gut, in eine Regulation zu kommen, dass die in der Koordination von selber besser Ja, zusammenarbeiten können. genau. Also da sind wir in diesem Thema drin. Richtig. Und unser oder mein Ansatz war auch, ich möchte unterrichten mit einer unangestrengten Stimme. Genau. Und ich bin drauf gekommen, dass ich sehr viel gepresst habe durch die Stimmbänder. Und Genau. lang, lang erklärst du mir, was Stimmbänder machen, wie sie schwingen, wie sie einfach durch das Tönen weiter locker schwingen können. Genau, richtig. Also wenn wir dann ins Stimme hineingehen, da kommen wir einfach darauf, wenn auch dieses System Atem sinnvoll funktioniert, dann können wir natürlich auch unsere Stimmbänder, die ja durch den Luftstrom in Schwingung versetzt werden, dann können wir die sinnvoll und gut mit einem Luftstrom versorgen. Dann ist auch das ganze System von der muskulären Seite her in einer guten Wohlspannung drinnen. Dann ist Ja. es nicht unterspannt, dann ist es nicht überspannt. Dann kann dieses komplexe System von Atem, Atemströmung, Schwingung sinnvoll kohärent Ja, zusammenarbeiten. Und das ja. ist sozusagen dementsprechend von der Basis des Atemkommens für mich ein wichtiger Ansatz. Total. Und auf dem, du merkst es dann selber, es geht dann dorthin, dass man das Gefühl hat, es funktioniert natürlich, es funktioniert von Ja, selber. ja. Und da sind wir dann in diesem Thema drinnen, wo du gesagt hast, Stimme gepresst. Es Genau. geht quasi darum, dass man auch dort wieder spüren lernt. Wir sind ja gebaut als klingende Wesen. Ja. Wir sind über die Evolution dort hineingewachsen, dass wir Töne produzieren in dieser Form. Aber wir machen es nicht immer ganz ökonomisch. Und Genau. dort kann man ansetzen, auch dort einmal, wenn man Stimmgebrauch allgemein spricht, in die Ökonomie hineinzukommen. Richtig. Wie geht es natürlich? Wie Ja. versorgt mein Strom, meine Stimmbänder? Wie beginnen die zu schwingen? Wie lasse ich die in Ruhe schwingen? Und wie beginnen sie dann? Nächsten Punkt, den du ja auch ansprechen wolltest, die Resonanzräume auszunützen Auszufüllen, und zu erfüllen. ja, Genau. genau. Wie bist du zum Singen gekommen? Ich bin eigentlich, ja, also es war nicht gesucht. Ja. Ich komme aus einer Musikerfamilie, also es war Musik immer irgendwie präsent. Ich habe ja ursprünglich Querflöte studiert und Querflöte gespielt. Und habe dann nebenbei so Teenager-Jahren Chor gesungen und verschiedenste Sachen gemacht und bin da relativ schnell ins Singen hineingekommen, bis mir dann die Leute gesagt haben, du sollst eine Ausbildung machen, du hast eine Ja. gute Stimme, mache das. Ich hatte das gar nicht am Plan, Okay. habe schon Querflöte studiert und bin dann eben so weit gekommen, dass ich auf der Hochschule damals noch vorgesungen habe und dem gesagt, ja, unbedingt. Und Super. so war ich dann im Gesangsstudium drinnen und Ja. dann hat es zack gemacht und es Ja. war Feuer und Flamme. Aber es war kein geplanter Weg. Also ich Okay. bin darauf gestoßen worden und habe dann gemerkt, das ist es auch. Ja, 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 das ja. ist es auch. Genau. Und du hast im Sommer in Baden gesungen, stimmt das? Nein, in Baden nicht. Ich Nein. habe in Deutschland viel gemacht. Okay. Aber wie gesagt, ich singe immer noch sehr viel gern, war früher ausschließlich am Theater und jetzt die letzten 10, 12 Jahre bin ich eben viel, viel mehr auch, zumindest sagen wir halbe, halbe. Ja. Im pädagogischen Tätig ist mir das sehr wichtig, diese Erfahrungen weiterzugeben. Super. Ist eben auch die Sicht vom klassischen Singen kommend
viel weiter geworden, Ja. bis hin zu basalen Dingen, wie ist Atem, wie ist Körper, wie hängt das mit Gesundheit zusammen. Also das wird auch im Rahmen meines Älterwerdens breiter und interessanter, Genau. dieses Feld auch ganzheitlicher zu Ja. betrachten. Das ist sehr spannend. Super. Und du unterrichtest das in der Stimmwerkstatt, in der Hinterbrühl? Ich unterrichte das in der Stimmwerkstatt, da gibt es eben in der Hinterbrühl hier oder quasi Mödling Richtung Hinterbrühl gibt es ein Studio, es gibt auch im 13. Bezirk in Wien ein Studio Ja. und ich habe in Wien Mauer auch ein eigenes Studio. Okay. Das heißt, in den drei Standorten bewege ich mich Ja. und genau, kommen verschiedenste Leute zu mir, Ja. von Leuten, die über Atem Körper spüren wollen, Leute, die ihre Stimme, so wie du, besser benutzen lernen Ja, wollen, spüren ja. wollen. Bis hin über Hobbysängern, bis hin zu Profisängern, die auf der Ja. Bühne stehen, junge Leute, die Aufwärmprüfung machen. Also Ah. betreue ich so das gesamte Feld Schön. von Körperstimme entdecken bis in den professionellen Bereich. Ja, Quasi. ja. Ja. Du, ich habe heute, das ist jetzt was Spontanes, Ja, ja. gesehen in deinem Status, du warst im Eisbad. Ja. Und da kann, das ist die Wim Hof-Methode ein bisschen. Ja, Ja. das hat damit auch zu tun. Der hat ja Ja. auch sozusagen seine Atemmethode Ja. entwickelt. Also mit der habe ich mich jetzt noch nicht so ausgiebig Okay, beschäftigt. okay. Aber ich finde das Eisbaden einfach sehr, sehr spannend. Und da kannst du ruhig weiteratmen, während es da. Ja, mittlerweile schon. Also wie gesagt, auch ein gutes Beispiel, wenn man in eiskaltes Wasser hineingeht, der Atem wird reagieren. Man Ja, wird das merken. Ja, ja. also Wie es lange ist machst du ein das schon? ja, also bewusst mache ich es jetzt so 2, 3 Jahre Super, vielleicht. super. Ich habe immer auf kaltes Wasser schon gern Ja, gehabt. ja. Aber irgendwie hat es mich die letzten Jahre, wo das auch so ein bisschen in Mode gekommen Ja. ist, auch gepackt und ich mach's sehr, sehr, sehr Ja, gern. Ja, super. mach's Und sehr, hast du ein sehr gern. spezielles Regenfass oder wo? Ich habe einfach, das kann man kaufen, sogar speziell fürs Eisbaden. Okay. Das habe ich mir einfach aufgestellt. Das fülle ich mit dem Wiener Leitungswasser, was eben 7 oder Super. 8 Grad rauskommt. Ah ja. Und über den Winter wird ja das, wenn es draußen steht, ist kühler. Sehr Genau. gut. Ja. Und in was für einer Frequenz machst du das? Ich mache das täglich. Ich mache das Wahnsinn. jeden Morgen. Toll. Ja. Also Cool. gerade jetzt, wo es kühler wird, Ja, ist super. das ein unglaublicher Energiekick. Und Ja. also wie gesagt, wer den Wim Hof kennt, der Ja. predigt das ja sehr gern, dass es körperlich trainiert, dass es Stressresistenz trainiert, mental trainiert. Genau. Also ist auch wieder so ein Zugang, der ganzheitlich sehr viel auslöst. Also Super. passt auch ganz gut Das hinein. passt in das Ganze. Ja, Ja, genau. genau. Ja. Du, und das Singen und Üben und Atmen, wie kontaktiert man dich? Innerhalb von Workshops oder Einzelstunden oder? Ja, also man kann mich persönlich anschreiben, man kann mich über die Stimmwerkstatt kontaktieren. In der Stimmwerkstatt gibt es aber die Möglichkeit, einfach für Einzelsessions zu buchen, so wie du das auch machst. Ja. Da steht uns, wie eben genannt, alles frei. Da kann man vom bisschen eigene Stimme kennenlernen wollen, bis hin zu Gesang jegliches Genres und jeder Form mit mir arbeiten und sich Impulse holen. Es gibt dann die Möglichkeit, je nachdem, wie ich Zeit habe, auch dass Workshops sind. Also gerade die Atempädagogik ist etwas, was sich auch im Gruppensetting sehr gut anbietet, Super. Wie was viele sehr Menschen spannend sind da in ist. einer Gruppe? Das ist ganz unterschiedlich, aber wie gesagt, in so einer Gruppe mit, sagen wir, 8, 10, 12 Ja, Leuten kann man ja. sehr, sehr gut arbeiten. Ist sehr spannend, Schön. also das in der Gruppe zu erleben, auch der gemeinsame verbale Austausch, Ja. das Erlebten ist immer wichtig. Gut. Also das ist immer schön. Und was eben auch im Atempädagogischen ja auch drinnen ist, was halt auch diesen Schnittpunkt irgendwo bildet, ist, da ist ja auch Tönen dabei. Man atmet Genau. ja durchaus auch mit Ton, Ja. mit Tonus und Ton. Also sozusagen auch die Stimme ist durchaus ein Teil dieser Arbeit, auch in Sehr dieser gut. Form. Na, das Genau. klingt Ja. super. Danke, Gerd. Ja, bitte Danke sehr, für das sehr gerne. Gespräch. Sehr, sehr gerne. Freue mich hier zu Danke. sein. So, das war super.